Ja, liebe Genossen, danke schön, dass ihr so lange gewartet habt. Ihr habt ja den schriftlichen Bericht vorliegen und ich glaube, das ist nicht Aufgabe, dass ich das hier alles nochmal wiederhole. Lesen könnt ihr ja selber. Aber ich will trotzdem noch mal ein paar Anmerkungen machen und meine Kommission hat mir erlaubt, da auch meine persönliche Sicht einfließen zu lassen. Ich werde der nächsten Bundesschiedskommission nicht mehr angehören. Und deswegen kann ich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt freier sprechen, als das wäre, wenn ich neu kandidieren würde oder noch Mitglied der Kommission wäre. Die Belastung der Kommission war außerordentlich hoch. 250 Eingänge, reale Verfahren 110. Und wir haben festgestellt, wir haben genauso oft getagt wie der Parteivorstand. Ich habe mir im Traum nicht vorgestellt, welche Relevanz dieses Gremium für die Partei bekommen sollte. Und ehrlich gesagt frage ich mich manchmal, wo denn diese Relevanz eigentlich liegt. Scherzhaft habe ich oft gesagt, dass wir in der Linken drei Parteistrafen haben. Das eine ist die Nichtaufnahme, das zweite ist der Parteiausschluss und das dritte ist die Mitgliedschaft in einer Schiedskommission. Und da spreche ich jetzt nicht nur über die Bundesschiedskommission und vor allen Dingen spreche ich also nicht über meine lieben Kolleginnen und Kollegen in der Kommission. Die haben also die Strafe etwas erleichtert, die Zusammenarbeit war außerordentlich angenehm und kollegial, sondern ich spreche davon, was uns in dieser Kommission so alles aufgetischt worden ist. Und wenn ich heute hier auf diesem Parteitag bin und daran denke, wie wir dann im Karl-Liebknecht-Haus gesessen haben, da waren auch öfter mal ein paar Zuschauer, manchmal auch 20, 30 bei interessanteren Verfahren. Aber manchmal habe ich den Eindruck, das sind zwei völlig verschiedene Veranstaltungen. Das sind vielleicht auch zwei völlig verschiedene Parteien, von denen wir da reden. Das eine hat mit dem anderen eigentlich sehr wenig zu tun. Das mit den Strafen will ich noch mal aufgreifen. Die beiden Parteistrafen, die ich genannt habe, also Nichteintritt und Ausschluss, hindern Mitglieder daran, in der Linken politisch aktiv zu werden. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Bundesschiedskommission. Wer Mitglied einer solchen Kommission ist, der kann nicht politisch aktiv werden. Der kann also kein Mandat annehmen in einem Vorstand. Der sollte tunlichst auch keiner Strömung angehören. Der sollte sich vielleicht auch zu bestimmten politischen Sachverhalten nicht äußern. Weil man dadurch ja vielleicht in die Gefahr gerät, als unabhängiger, neutraler Richter dieser Partei nicht mehr angenommen zu werden. Das habe ich jetzt 5 Jahre ertragen und ich glaube, das reicht. Weil das, worüber wir zu entscheiden haben, war in aller Regel nicht politisch. Ich kann mich an kein einziges Verfahren erinnern, wo strömungspolitische Auseinandersetzungen eine Rolle gespielt haben. Manchmal klang das so im Hintergrund raus, dass es da auch inhaltliche politische Konflikte gibt, aber die werden nicht vor der Schiedskommission ausgetragen. Ein Verfahren vor einer Schiedskommission hat den Effekt, dass ein möglicherweise politischer Konflikt so verrechtlicht wird, dass die Beteiligten gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Er führt zu einer Entpolitisierung politischer Konflikte. Und deswegen, vielleicht deswegen, ist dieses Gremium auch überwiegend dazu genutzt worden, um persönliche Streitigkeiten auszutragen. Ihr wisst, ich bin vom Beruf Amtsrichter, Familienrichter. Ich finde, das ist eigentlich eine Idealbesetzung für eine Bundesschiedskommission. Aber ich habe eigentlich kein großes Bedürfnis gespielt,
königlich-bayerisches Amtsgericht zu spielen. Ja. Jetzt habe ich gelesen in den Bewerbungsreden von einigen der Leute, die jetzt für die Schiedskommission antreten, und ich freue mich darüber, dass es also auch neue Kandidatinnen und Kandidaten gibt, die Schiedskommission soll Konflikte lösen. Wir sind dazu da, die Konflikte der Partei zu lösen. Ehrlich gesagt frage ich mich, wie sollen wir das eigentlich machen? Wir sind ja schon damit völlig ausgelastet, die Verfahren durchzuführen, rechtsstaatlich durchzuführen, zu beraten und zu entscheiden. Also es gibt einige Verfahren, da hätte ich vielleicht ganz gerne eine Mediation gemacht und einen Konflikt gelöst. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Verfahren zwischen Luzi und Klaus. Das hat uns einige Zeit und schlaflose Nächte gekostet. Aber ich glaube, die wollten keine Mediation, sondern die wollten eine Entscheidung. Und die haben sie bekommen. Und ich glaube, wir haben dann eine ganz gute Entscheidung gemacht, mit der also die Gesamtpartei also auch gut leben konnte. Die Hauptaufgabe einer Bundesschiedskommission ist die Wiederherstellung der satzungsmäßigen Ordnung. Wir haben es mit Parteiausschlüssen zu tun und wir hatten es in vielen Fällen mit der Anfechtung, mit Wahlanfechtungen von Landesparteitagen zu tun. Ich glaube, es reicht aus, wenn man das Gremium für diese Aufgaben vorhält, und man sollte in Zukunft darauf achten, dass die Schiedskommission für andere Verfahren nicht übermäßig in Anspruch genommen wird. Weil sonst wird es schwierig, den Verfahren, die für die Partei wirklich wichtig sind, auch inhaltlich gerecht zu werden. Da ich ja jetzt bald aus der Bundesschiedskommission ausscheide, hatte ich die Möglichkeit, auch das Grundsatzprogramm, den Entwurf des Grundsatzprogramms mal zu lesen. Ihr glaubt mir, ich bin in den 3 Jahren, die ich das jetzt für euch gemacht habe, vielfach nicht dazu gekommen, mich an den politischen Debatten auch nur passiv zu beteiligen, die Beschlüsse der Partei in politischer Hinsicht zur Kenntnis zu nehmen. Und ich habe dann auf Seite 25 des Programms eine Stelle gefunden, die fand ich ganz interessant. Da steht: innerparteiliche Demokratie und Solidarität. Die Linke versteht sich als lernende Partei. Das ist jetzt im Entwurf drin, aber ich möchte euch bitten, dass ihr diesen Punkt vielleicht vorzeitig beschließt. Ja? Was heißt das denn, lernende Partei? Wir sind ja keine Schule. Ja? Das heißt, glaube ich, dass man zunächst mal sich das Ziel hat, die Mitglieder dieser Organisation und die Organisation als Gesamtheit dazu befähigen, politisch zu arbeiten. Ja? Und ich betone, auch die Gesamtheit der Organisation politisch zu arbeiten. Und da kommt es sicherlich darauf an, dass wir die politische Bildungsarbeit verstärken. Und da gehört also auch dazu bei, dass den Mitgliedern beigebracht wird, was eine Satzung ist und wie man mit einer Satzung umgeht und wofür eine Satzung da ist und wofür man eine Satzung nicht missbraucht. Es kommt darauf an, dass man die Arbeit professionalisiert, und das gilt also auch für die Schiedskommissionen. Wir haben Gott sei Dank die Unterstützung vom Parteivorstand gehabt, aber da ist selbst auf der Bundesebene noch einiges besser zu machen. Aber wir haben oftmals damit zu tun gehabt, dass Landesschiedskommissionen langsam vor sich hin schwächelten und wir deren Arbeit dann also auch noch mit aufgehalst bekommen haben. Wir waren oftmals nicht dazu in der Lage, das zu machen. Die Verfahren sind dann einfach liegen geblieben. Ihr müsst unbedingt darauf achten, die Schiedskommission in ihrer Arbeit sachgerecht, personell und organisatorisch zu unterstützen. Und wenn es nicht möglich ist, Schiedskommissionen mit Juristen zu besetzen, dann müsst ihr dafür sorgen, dass diese Kommissionen zumindest den juristischen Sachverstand, den sie für ihre Arbeit brauchen, auch anfordern können.
Das Glöckchen soll irgendwas bedeuten, ne? Also Entschuldigung, ich habe jetzt 2 Jahre Bundesschiedskommission gemacht oder 3 Jahre so. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass man mich unterbricht. Aber ich will es kurz machen, ich möchte noch auf einen Webfehler in der Satzung eingehen. Aber ja? Hendrik, bitte wirklich kurz. Ja. Wir haben eine Satzung und eine Schiedsordnung, die es jedem Mitglied erlaubt, sich zum Sachverwalter der Parteiinteressen insgesamt zu machen, indem es Parteiausschussverfahren betreibt, indem es Widersprüche einlegt gegen die Mitgliedschaft anderer. Und dieser Parteitag wäre ja fast selber Opfer gewesen von so einem Antrag, Hendrik, weil ihr wisst, dass der Mitgliederentscheid ja von 2 Mitgliedern angefochten worden ist. Hendrik, jetzt du musst jetzt wirklich zum Ende kommen. Du hattest 10 Minuten Redezeit, da bist du jetzt schon wieder eine Minute drüber. Also ne, ja, Satzungsänderungsanträge jetzt sind immer möglich, aber Begründung dann auch auf dem nächsten Parteitag, bitte. Gut, dann will ich mich einfach nur bedanken bei meiner Kommission für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt. Bedanken dafür, dass ihr meine Gefühls- und Wutausbrüche ertragen habt. Euch für die weitere Arbeit viel Glück wünschen und der Kommission eine glückliche Hand. Und der Partei möchte ich sagen, politische Konflikte kann man nicht immer lösen. Manchmal reicht es aus, wenn man sie aushalten kann.